Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in TardisCraft. Und heute gibt es mal wieder einen neuen Boss. Ja, aber diesmal ist der Boss viel intensiver als der Atraxi-Boss. Wir haben hier drüben mal so einen Trophäenraum. Und hier seht ihr, wir haben noch den Kopf vom Atraxi-Boss mit den 450 Health Points sogar. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt ein neues Schild, Cyber Queen Boss, 600 Health Points. Die Cyber Queen ist auch aus einer Folge aus Doctor Who mit dem 10. Doktor und die Folge hieß der nächste Doktor, oder auf Englisch zumindest The Next Doctor. Ja, worum ging es da in der Folge? Naja, der Doktor ist da in diesem Dorf da gelandet und wurde dann gerufen, hier Doktor, ich brauche Hilfe. Und dann war da so ein anderer Dude, der sich auch als Doktor ausgegeben hat, also auch so Adventures und sowas gemacht hat. Ja, und ganz am Ende kam es dann später so, dass sie mit Cyberman, blablabla und so weiter. Und dann gab es da einen riesigen Roboter. Und in diesem riesigen Roboter saß eine Cyberkönigin. So wurde sie zumindest dann später gemacht durch die Cyberman. Genau, und deswegen seht ihr jetzt auch schon rechts. Ein Defeat-Counter. Ich habe die Cyber Queen schon 18 Mal besiegt. Und er trag sie nur dreimal. Aber die Cyber Queen, ich finde, die ist echt ein geiler Boss. Am Anfang ist er etwas langweilig, aber danach wird's cooler. Genau, aber bevor wir da hingehen, zeige ich euch erstmal was Neues. Und zwar haben wir jetzt eine Bibliothek. Ist auch so ein kleines Meme aus der Doctor Who-Serie. Und ja, die Bibliothek ist wirklich ziemlich groß. Ist dann endlich wirken. Man kann nicht auf die anderen Ebenen. Oh, ich finde das so geil, wenn man von oben runterfällt, so. Ah, also sie wirkt echt riesig. Also so sollte es zumindest auch wirken. Ja, ist wie gesagt so ein kleines Meme aus der Doctor Who-Serie, Bücherei und alles hier drin. Eigentlich war der Pool auch in der Bücherei. Habe ich jetzt aber nicht gebaut. Naja, dann lasst uns mal aufmachen zum Village, denn dort habe ich den Boss platziert. Denn wenn wir jetzt rausgehen, werdet ihr sehen, sind wir nicht an der alten Stelle. What the fuck, warum ist hier... Okay. Ich frage aber nicht. What the fuck, warum bin ich im Dorf? Wir sind jetzt an einer anderen Stelle, wie ihr seht. Und jetzt sagt er im Chat: The TARDIS has lots of time energy. This energy could let something happen when you release it. Also, die TARDIS hat sehr viel Zeitenergie. Und wenn du sie, sag mal, rauslässt in die freie Natur, könnte etwas passieren. Naja, wir drücken mal. Release Time Energy. Und jetzt seht ihr schon, oh fuck, ja, da ist es schon. Die Cyber Queen ist entstanden. Einfach aus dem Riss oder so. Ihr seht, da oben ist ein Villager-Zombie mit dem Kopf und dieser riesige Ding soll einfach wie so ein Roboter darstellen. Ihr seht, er hat so ein bisschen Rauch an seinen Händen. Dazu kommen wir aber gleich, denn jetzt kommt es erstmal darauf an, dass ihr erstmal den Boss bis auf die Hälfte Leben runterkriegt. Und das dauert natürlich ein bisschen. Also, ich glaube, wenn ihr sehr schlechtes Equip habt, also Standard-Equip, kann ja schon so bis zu 10 Minuten dauern, bis ihr den mal erledigt habt. Ihr seht, ich habe jetzt schon ziemlich gute Enchantments drauf. Hier mit Flame. Oh, ich habe sogar nicht alle drauf. Egal. Hier macht das nicht so viel Schaden. Komm her. So. Gehen Sie mal ungefähr auf die Hälfte runter. Denn dann müssen wir nicht so viel schießen. Get over here. Au. Gut, ich krieg sogar kaum Schaden. Das ist noch sehr gut. Aber soweit ich es jetzt gleich auf der Hälfte runter habe, werdet ihr gleich was sehen. Sagt sie nämlich auch was im Chat. Na, Flammenwerfer an. Und jetzt solltet ihr rennen. Denn jetzt seht ihr, die Hände beginnen zu brennen. Und, ja. Sie hat jetzt auch ein Schild, was sie. Genau, Schild on. Wenn sie Schild on sagt, könnte sie nicht mehr abschießen. Und ihr seht, die spawnt sogar noch extra Cyberman und das jede Minute. Holy shit. Schild ist aus, das heißt, ich kann sie wieder angreifen. Au, 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 au.
Holy shit, das. Junge. Ja, ist ja gut. Alter. Au, 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 dieses. Ich glaube, das Nervigste an dem Boss ist einfach wirklich das Feuer. Kann ich die Bälle eigentlich zurückschlagen? Au! Oh Gott. Oder sponsorst du immer mehr Cybermen? Ach du Scheiße. Schild an, ey. Das ist wirklich wohl nervigster Boss, aber ich finde auch der coolste. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen was an den Jobs verändern. Dass du zum Beispiel noch einen Nether-Star droppt oder so. Es war nicht so stark wie der Wizard, aber. Naja. Oder er droppt zumindest, keine Ahnung, ein paar Dias oder so. Dass sich das zumindest auch zu kämpfen lohnt und nicht nur für den Kopf. Denn, ich werde nämlich versuchen, noch einen Boss zu machen. Der hat dann noch mehr Leben, aber ein Custom-Boss, nicht einer aus Doctor Who. Und der soll so eine Art, au, 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 au. Ja, keine Art Monster sein, was so Kristalle um sich rumschweben hat. Und ihr könnt ihn nicht angreifen, solange ihr die Kristalle, aua, nicht zerstört habt. Also, sprich, es ist so gesehen wie so eine Blaze, die hat Blaze-Rocks um sich herumfliegen und da sind dann halt eben Kristalle, die ihr zerstören müsst. Und jeder Kristall hat eine andere Fähigkeit. Der eine Kristall schießt Laser, der andere Kristall schießt Feuerbälle. Also sagen wir mal drei Kristalle und zwei davon. Oh fuck, ich locke ihn voll zum Dorf. Also drei Kristalle. What the fuck? Und zwei davon sind inaktiv, die könnt ihr noch nicht angreifen. Das heißt, ihr müsst erst einen zerstören. Da habt ihr es mit dem Laser zu kämpfen. Wenn er zerstört ist, müsst ihr erst mit Feuerbällen kämpfen. Und beim dritten, keine Ahnung. Muss ich mir das einfallen lassen. Den hier. Au, au, au. Ich mache jetzt eben noch den letzten Hit. Die sollte schon wirklich nicht im Feuer stehen. Da hört das. Besiegt. Und jetzt haben wir schon 19. Dann kriegen wir den Kopf Cyber Queen, kriegen ein paar Prismarine Crystals und alles. Das kommt jetzt dadurch, dass sie alle Cybermen in der Umgebung tötet. Ja. Wie findet ihr den Boss? Ich mag ihn. Ja, mal gucken, wie spät haben wir es jetzt, wo ich es gerade aufnehme. Haben wir es nämlich 13:30. Dann werde ich gucken, dass ich vielleicht gleich einen Stream anfange, wo wir dann den Custom-Boss machen. Denn um 14:30 Uhr kommt das englische Video raus. Mal gucken. Ja, ich hoffe, euch hat dieser neue Boss gefallen, beziehungsweise gefällt euch. Der kann schon einiges. Und falls ihr euch ganz gefragt habt, warum hier überall Toast rumläuft, ich sag nur, ein gewisser hier jemand hat die gespawnt. Und ja, dann platzieren wir jetzt mal kurz die Cyber Queen auf ihrem rechtmäßigen Platz. Da. Wunderbar. Lampe geht an. Und dann haben wir jetzt hier noch irgendein Boss in der Höhle mit 900 HP. I don't know. Das wird dann der Custom Boss mit 1200 und der Endboss der Welt mit 3000 HP. Also da kommt noch was auf mich zu. Und bevor ich es vergesse, wir können jetzt, wenn ich die Tür zumache, machen wir auch alle Türen zu, also auch die da. Genau. Ja, vielen, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt genießt das neue Intro, Outro und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.